Also soll ich euch was sagen? Früher bei mir, Stadtderby, Nürnberg gegen Fürth. Digga, das war für mich Gänsehaut pur, ne? Da war ich ein unglaublicher Nürnberg-Fan. Ich war als kleiner Pisser, stand ich zwischen beiden Trainerbänken, war der Balljunge. Das war für mich mein Highlight. Da habe ich drauf hingefiebert. Das war so krass. Ich war früher so ein Nürnberg, Anführungszeichen, Ultra. Ich konnte jedes Lied, was in der Südkurve gesungen wurde. Nordkurve, Südkurve, Nordkurve? Weiß ich gar nicht mehr. Siegen für uns, Fußballclub Nürnberg, wir stehen zu dir. Fußballclub Nürnberg, wenn ihr gewinnt, seht ihr das ganze Stadion. La 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 la. Geisteskrank. Nordkurve? Ich war wirklich ein richtiger Fan. Wirklich ein richtiger Fan. Aber jetzt bin ich auch. So, jetzt habe ich gute Stimmung wieder. Ich habe eine Stadionstimme. Wirklich, ich habe eine Stadionstimme. Aber jetzt sehe ich das auch Ganze noch neutral. Jetzt sehe ich das voll neutral. Jetzt freue ich mich in Anführungszeichen, wenn Fürth gewinnt, weil Jamie Leveling von mir ein Kindheitsfreund ist und ich quasi für ihn bin. Für keinen Verein, sondern für meinen Freund. Und ich freue mich dann, wenn Marek Mintal Trainer beim 1. FC Nürnberg ist. Marek oder Kubi, falls du das siehst, Kubi und Jessic. Marek, falls du das siehst, ne, du hast mir versprochen, wenn du Nürnberg Trainer bist, dass du mich holst. Follow me home. Wonder where my mind.